Begrüße Sie auch recht herzlich. Wir hatten gestern ein Fernsehduell, das eigentlich nicht der politischen Struktur des Landes entspricht. Wir wählen Deutschland nicht wie in Amerika einen Präsident und einen Kanzler direkt, wir wählen ein Parlament. Wenn die beiden Großen sich nicht in den Arm liegen, eine große Koalition machen, Sie wissen ja, wenn man sich in den Arm liegt, hat man die Hände zum Arbeiten nicht frei. Entscheidet das Abschneiden der kleinen Parteien, der kleineren Parteien oder derzeit kleineren Parteien, wer Kanzler wird. So ist ja die politische Realität. Insofern ist das etwas, was man der Medienwelt heute offenbar schuldet, aber bis vor 10 Jahren in Deutschland nie stattfand. Man hatte aus guten Gründen die sogenannten Elefantenrunden, Vertreter der Parteien, die im Bundestag sind, die alle miteinander diskutiert haben. Aber es ist eben eine andere Entwicklung, die es so darstellt. Für mich ist seit gestern Abend einmal mehr klar, dass die SPD keine echte Alternative ist. Rechthaberei allein ist kein politisches Modell. Und die Bundeskanzlerin hat die erfolgreiche Politik der christlich-liberalen Koalition bestens wiedergegeben. Und gerade wenn man die Duelle auch zuvor, vor 4 Jahren und davor vergleicht, sieht man, sie war noch stärker. Und dahinter steht eben auch eine erfolgreiche Koalition. Die FDP hat eben die Regierung ein Stück noch stärker und erfolgreicher gemacht. Mit der FDP ist die Regierung noch besser geworden. Und deshalb zeigt es auch deutlich, die FDP ist in der Regierung dringend notwendig, damit man den 4 guten Jahren weitere 4 gute Jahre hinzufügt. Ich sehe die Basis für eine erfolgreiche Bundestagswahl auch nach dem gestrigen Abend noch ein Stück stärker gelegt. Und gehen diese 3 Wochen mit großem Optimismus hinein.